Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17. Dieses Mal wieder hier in der Platinum Edition. Südheimann geht natürlich auch weiter, aber im Moment, also zum Beispiel heute Nacht habe ich bis 4 Uhr an Videoproduktion gesessen. Nur zur Einordnung, was hier im Moment los ist. Das heißt, Südheimann geht auch weiter, aber ja, vielleicht so ein bisschen Wechsel, mal gucken. Hier sind wir jetzt mal wieder an der Zuckerrohrernte. Ich habe auch schon die Helfer automatisch eingestellt, sodass wir uns hier erstmal keine Sorgen machen müssen und wir gucken können, wie wir jetzt weiter verfahren. Übrigens, da war wieder ein oder zwei Zuschauer auf den Ohren gesessen. Den PP20 habe ich selber umgebaut, sodass der auch Zuckerrohr annimmt. Also natürlich kann er das von Werk aus nicht. So, wir hatten dann auch zuletzt hier, ich wollte mal die Maus höher stellen. Oh Mann ey, warum vergesse ich das immer? Wir hatten zuletzt dann auch hier so ein bisschen mit den Bäumchen gearbeitet. Da wollen wir mal gucken, was sich hier getan hat. Und das Silo müsste dann auch langsam fertig sein, sodass wir mal schauen können, wie wir das mit den Kühen machen. Läuft also alles. Aber hier, die Bäume, die sind irgendwie noch nicht so. Nee. Brennnesseln haben wir hier, aber hier, guck mal, da ist der kleine Hallo. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. So, Silo, was ist damit? Denn Tiere, diese wunderschönen amerikanischen Kühe, die wollen wir natürlich auch glücklich machen. Silo ist Fetch. So, und jetzt ist die Frage. Folgendes Problem. Ich wollte ja eigentlich in Südhämmern das mit Strohbergung testen. Aber man sagte mir, das geht ja überhaupt nicht. Du bist so dumm, dass es knallt. Das geht halt nicht. So. Also, müssen wir das wahrscheinlich hier drin machen. Hier habe ich übrigens den Raps gesät, der ist auch noch nicht reif. Das heißt, da müssen wir nochmal ran. So, und ich sitze natürlich für euch wieder hier in meinem Lenkrad. Das heißt natürlich, das ist eigentlich leider nicht natürlich. So. Damit das auch für euch... Oh, wir haben aber einen sehr großen... Oh, sehr großen leeren Lenkbereich hier. Wie heißt denn das nochmal? Lenkspiel in der Mitte, was halt nicht... Weiß, was ich meine, ne? So, dann hatten wir ja diese Straße gebaut. Das hat dann auch wieder einigen sehr zugesagt. Einige anderen wieder nicht. Da hätte ich es gleich lassen können. Aber ich mag das halt, ne? Mal immer so neue Sachen probieren, immer was Neues ausprobieren. Das macht halt schon Laune. Und ja, solange da nicht... ich kann es nicht lassen. Es tut mir leid. Solange nicht behauptet wird, nur weil im Spiel durch einen Bug im Spiel Fahrzeuge durch die Luft fliegen und ich das, wie ich das immer tue, ignoriere, daraus interpretiert wird, dass ich das ja mit Curseplay und mit Absicht mache und so, ist doch alles gut. Entschuldigung, ich muss da nochmal drauf aufspringen, aber auch da ist hinter den Kulissen sofort alles geklärt worden, wie wir das jetzt immer machen. Einfach miteinander sprechen, soll schon mal helfen. So, wir schauen mal kurz. Ist natürlich auch, kann man natürlich missverstehen, ne? Wenn da irgendwie, da fliegen die Maschinen durch die Luft und der Let's Player sagt nichts, dann kann man natürlich meinen, dass der das extra macht. Aber ich möchte das natürlich auch hier irgendwo ein bisschen realistisch spielen und da gehört das natürlich... und Cosplay kann auch keine Maschinen fliegen lassen. So ein Quatsch. So. Aber das hatten wir ja schon, das Thema. Das hatten wir schon vor 2 Jahren oder so. Oder 3. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Okay. Kühe. Kühe. Wie lang sind denn die Felder? Wie lange wird das denn wohl noch dauern? Wir schauen mal drauf. Wir könnten möglicherweise da schon mal noch ein bisschen die Zeit vorlaufen lassen. Wir haben jetzt 7 Uhr. Wir müssen ja eh jetzt erstmal warten, bis... Hat dieser eigentlich eine Frontladeraufhängung? Nee, ne? Das können wir nur mit dem kleinen Trecker machen. Ne, der hat keine. Wir müssen immer kurz einmal ein bisschen die Zeit vorlaufen lassen, damit sich die... Ich zeig das mal kurz. Und ich wurde übrigens gebeten und da bin ich... Ich habe übrigens, glaube ich, in einer der letzten Folgen... Ich bin so durch in letzter Zeit. Hier, Sonder... Was ist denn blau? Oh, Garderol. So, damit wir die Produktivität von den Tieren sehen, lasse ich jetzt mal kurz die Zeit ein bisschen vorlaufen. Damit wir das entsprechend auch einfahren können. Und da sehen wir 27%. Das ist natürlich ein bisschen... wenig, weil, ja, Kraftfutter haben wir nicht hergestellt, Heupellets, Silage oder Heu. Da wäre jetzt eigentlich die Überlegung, ob wir deswegen mal gucken, ob wir mit Strohbergung dann Heu auch verarbeiten. Ich weiß das, wie gesagt, nicht. Das ist alles für mich neu und das möchte ich mit euch gemeinsam erleben, wenn wir schon so ein cooles Add-on haben, wo wir so Dinge dann auch mal probieren können. Natürlich kann ich das so ablesen, ne? Aber ich... werde auch in Zukunft weniger Meta machen, also weniger über Videos selbst reden, sondern einfach spielen, ab und zu mal erklären, warum ich was mache. So.
Oder aber wir brauchen einen Futtermischwagen für Kraftfutter. So, da muss ich mich mal gerade räuspern. Da haben wir ja, da haben wir ja, wo ist denn hier Tiere? Tiere. Da habe ich ja jetzt nochmal den guten alten Kuhn hier reingepackt. Weil ich weiß nicht, also Silo King mag ja fast das gleiche sein irgendwie, aber ich mag den Kuhn irgendwie mehr. Wem geht's noch so? Wieder mal die Kommentare schreiben. So, da brauchen wir Stroh, wir brauchen Gras und wir brauchen Silage, haben wir ja alles. Nur das Geld haben wir nicht. Das heißt, wir gucken mal kurz. Moment, was sagt denn der Preis? Die Sojabohnen haben wir ja auch noch. Der Preis von, was wollte ich jetzt denn überhaupt nachgucken? Zuckerrohr, genau. Der hat sich nämlich erholt so ein bisschen. Und die können wir bei der Transportfirma ruhig nochmal einen Zug verkaufen, würde ich sagen. Oh, das ist natürlich auch eine blöde Konstellation. Das kann ab und zu mal passieren, ne? Dass die wirklich so blöd nebeneinander stehen hier. Aber ansonsten funktioniert dieses System relativ perfekt. Eine Sache, die ich jetzt hier noch machen muss, ist die Abfahrerseite einstellen. Das habe ich nämlich vergessen. Die sollte bei dem hier immer Abfahrerseite sollte hier immer links sein, damit der immer hier unter das Rohr fährt. Und was ihr nicht vergessen dürft, wenn ihr das macht hier, ihr müsst immer einmalig auch die Vorrichtung hinten von dem Wagen runter machen. Damit der entsprechend da auch in die Nähe ranfährt. Macht ihr einfach hier mit der Maus, ne? Das habe ich jetzt vergessen einzustellen. Ich mache das jetzt nochmal eben. So. Und dann funktioniert das System auch. Und dann kann ich hier wieder sagen, naheliegendster Wegpunkt. Und dann sollte er das machen. So. Gut, der Zuckerrohrzug. Gucken, ob wir hier ein gutes Timing haben. Nein, nicht so. Warum sich oben die Bunkeranzeigen nicht richtig aktualisieren, konnte mir auch irgendwie noch keiner so richtig sagen. Also wenn da nochmal jemand eine Idee hat, woran das noch liegen könnte, ab in die Kommentare damit, die ich ja wie immer alle lese. Wo bin ich denn hier überhaupt? Bei der BGA war unser Getreidespeicher, oder? Das ist der hier. Nee, ist der hier, ne? So, da hatte ich in einer letzten Folge erklärt, wie man den Zug anhält, wenn der Tempomat läuft, aber das schon wieder vergessen. Ich glaube, irgendwas mit Steuerung nach unten oder so. So, Befüllung mit Zuckerrohr. Und dann würde ich sagen, dann holen wir uns diese Futtermischwagen. Dann haben wir immer zwischendurch. Das Problem ist nämlich jetzt, gerade im Anfang, möchte ich euch nicht damit langweilen, dass wir wirklich die gesamten nächsten Folgen jetzt nur das Zuckerrohr machen oder den Zug wegfahren oder so. Das ist alles ein bisschen eintönig. Ich möchte möglichst schnell dann auch in die Breite gehen. Das haben wir jetzt mit der Forstwirtschaft gemacht. Haben wir jetzt eigentlich so weit die Zeit vorlaufen lassen, dass wir auch das Getreide jetzt schon ernten können. Da kommt der Abfahrer, bringt die Sachen. Sehr geil. Ich mag das, wenn hier so viel los ist. Und dann, ach, das ist toll. Wir können schon mal irgendeinen Trecker schon mal zur, hier, da sagen wir eben dem Jupp, der soll schon mal hier zum Händler fahren. Dann kann der Jupp schon mal die Maschinen abholen. Habe ich da eine Strecke eingefahren? Händlerhof, Hofhändler? Ja. So, und dann, so, hier Überführung, ne, ist klar. Und ab geht die Post. Aber aus irgendeinem Grunde fahren die Fahrzeuge hier wieder zurück. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. So, der ist jetzt vollgelaufen, ne? Das ist jetzt blöd. Ich hoffe, dass der jetzt das richtig macht. Und hier können wir mal eben den nächsten Waggon füllen. Das Schöne bei diesem Waggon ist halt, dass wir das sehr, sehr zügig abgeladen bekommen und damit nicht so sehr den Preisschwankungen unterliegen. So.
Dann gleich hier zwei Fahrzeuge zum Beobachten. Mal gucken, welches als erstes da ankommt, wo es hin soll. Also müsste der jetzt hier links ranfahren, dann würde das passen. Das habe ich ja gerade eingestellt. Und natürlich die Zielkoordinaten sind natürlich jetzt hier, die Ankunftskoordinaten sind hier oben. Der ist noch unterwegs. So, dann kriegt er hier da Stopp. Und dann fährt er zum Abtanken. So, gucken wir mal. Damit auch die Kühe glücklich sind. Und, weil wir haben, bei Südhämmern haben wir ja so viele verschiedene Fruchtsorten, da geht es ja eher weniger um die Tiere. So, hier müssen wir nochmal korrigieren, glaube ich. Und zwar vertikaler Abstand ist das, ne? So. Also, das läuft wieder. So, und hier, da, warum ist das? Warum fährt er wieder zurück? Das weiß ich halt nicht. So. Und dann könnten wir eigentlich... Warum? Das ist doch ein Selbstfahrer. Warum fahre ich jetzt zum Händler? Warum sagt mir das keiner? Warum schreit ihr nicht noch lauter den Monitor an? So, wir parken mal hier. Ist das schön, wenn der Garderol verwirrt ist. So, 210. Komm, machen wir mal den letzten auch noch, wo wir gerade mal hier sind. No. So. Sugarkane. Bin ich ja mal gespannt. Eventuell müssen wir mal bei dem Abfahrer auch noch kontrollieren hier, ob wir hier mit einem größeren oder kleineren Hänger, das heißt Anhänger, Hänger hat man in der Hose. Wenn man als kleines Kind von 3, 4 Jahren, ja, immer gesagt bekommt, immer der Papa ist mit dem Hänger schon mal zum Feld hoch, dann denke ich nicht an, ne, das ist nur, und dann ist man so, hat man das gelernt. Das kriegst du aus so einem alten Bock wie mir, kriegst das doch nicht mehr raus. Also den Hänger auch nicht, aber, ne? Ach Gott. So. Dann fahren wir mal mit dem Zug. Oh, den kann man auch mit dem Pedalen steuern. Wie geil ist das denn? Fahren wir mal verkaufen und dann können wir uns den Silo King leisten. Den Rest würde ich dann an die Seite legen, dass wir uns Felder kaufen. Damit es da bei den Feldern vorangeht, werden wir dann in die Forstwirtschaft. Wir müssen gucken, dass wir das mit den Tieren auf die Reihe bekommen. Wenn die Felder nicht reif werden, ich habe das sehr gerne, dass wir da möglichst viele Maschinen im Einsatz haben, würde ich auch nochmal die Zeit vorlaufen lassen. Ansonsten seht ihr ja immerhin nur dasselbe hier und das wäre echt langweilig. Das möchte ich nicht. Ich möchte euch da wie immer bestmöglich unterhalten, was der eine oder andere dann missversteht als das heißt mit anderen Worten, du findest alle anderen scheiße. Das habe ich so niemals gesagt, lieber Mr. 500. Wo du das hernimmst, ist mir ein Rätsel. Wird wahrscheinlich auch immer ein Rätsel bleiben. So, genauso wie mal. Nein, ist jetzt gut. Aus. Reicht. Okay. Kann mich mal jemand aufklären, was er hat? Nein, ist gut jetzt. Das ist ja schon lustig, ne? So ein Zug fahren mit Gas und Bremsen. So. Guten Tag. Ich habe hier ein bisschen zu. Sugarcane, bitte. So. So, sag mal, sitzen die auf dem, wer macht denn sowas hier? Also das muss man ja auch sagen, ich finde es wirklich, wirklich toll, wie ja mittlerweile auf diese Detailarbeit geachtet wurde. Also wenn so Feedback von mir ja kam, auch an Giants, war das immer so ein Punkt, wo ich auch gerne mal gesagt habe, so, ne? Also das ist so eine Sache, die man sich irgendwie mal wünschen würde, dass mit den Ressourcen, die da zur Verfügung stehen, einfach mal geguckt wird, ob man da nicht so ein bisschen mehr in die Richtung machen kann. So, jetzt... Oh. Jetzt sehen wir irgendwann den Tempomat. Weiß nicht, ob der eine ist oder aus. Gut. Hier, das läuft.
Der ist aber zu langsam, ne, mit dem Einhänger. Seht ihr das? Wir werden hier nach und nach in das Problem kommen, dass der immer wieder vollläuft, der Zuckerrohrernter. Da brauchen wir also irgendwie mal demnächst mal einen größeren Abfahrer, beziehungsweise dann auch mit... Wir haben ja eigentlich einen größeren Anhänger. Oder einer, der schneller fährt. Okay, also hier fährt der automatische Zug fährt nicht mehr. War das so? So? So war's. Gut. Also, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen hier in der Platinum Edition. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Eventuell setzen wir mal den Helfer um, damit ich euch zeigen kann, wie sich das dann auswirkt. Ob wir da schneller oder langsamer sind. Und ja, wir müssen natürlich auch schauen, wegen den anderen Geschichten hier. Wie viel hat denn der mehr? Wollen wir mal gucken. Garage. So, der hat 21.000. Der hat 32.000 und der hat 29. Also eigentlich wäre der andere wäre genau richtig. Ich weiß nur nicht, ob wir den hoch genug bekommen. Und dann brauchen wir auch den stärkeren Trecker wahrscheinlich. Im Moment setzen wir ja den 145er ein. Aber der andere hat auch nur 105. Gut, schauen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.